Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich habe dieses wunderschöne Werk gelesen. Winterlichter von Sarah Wilke, aka Sarah Janina, aka The Sarah Story. Das ist ihr neuestes Werk, erschienen im Self-Publishing Verlag bei Amazon. Gibt es als E-Book und als Printausgabe. Die Printausgabe kostet 11,90 €. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie viel die E-Book-Variante kostet. 2,99 € oder 3,99 €, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt ihr allerneuestes Werk. Und und ich habe es auf der Buchmesse ergattern können, von persönlich mit Autogramm. Ich bin so mega happy. Ich liebe ihre Bücher und ich habe bisher alle gelesen. Und ich habe mich auf das neueste Werk sehr gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Das Cover ist schon mal der Hammer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wow. Ich werde es mir frontal ins Regal stellen, weil ich das Cover einfach so mega schön finde. Und worum geht's? Es geht um Marielle. Marielle ist eine, wie nennt die sich, Isera, des Volkes Isera. Und sie ist eine Perfekte. Und zwar wird in diesem Volk, werden die Menschen mit Schönheitsoperationen und Spritzen zu den perfekten Menschen gemacht. Also sie werden halt eben operiert, damit sie wunderschön aussehen. Und durch Spritzen werden sie immun gemacht gegen Schmerzen, gegen Kälte und alles Mögliche, was halt so anfällt. Und eines Tages aber entwickelt die Anführerin des Landes ein Mittel, das aber Nebenwirkungen hat. Und diese Menschen, die dieses Mittel bekommen, werden super aggressiv. Und Mariella muss fliehen. Und und sie befindet sich halt jetzt auf der Flucht. Begleitet wird sie von Romea, heißt er so? Romare heißt er. Ein Ex-Soldaten, der kein Perfekter ist. Und von ihm wird sie jetzt auf diesem Weg begleitet. Und was sie halt auf diesem Weg erlebt, ob sie am Zielpunkt ankommt, was mit diesem Mittel geschieht und wie die Welt aussieht, das müsst ihr selber lesen. Ich fand es mega spannend. Mich hat es von den ersten Seiten reingezogen ins Buch und ich wollte wissen, was mit Marielle passiert, wie die Welt dann aussieht, wie es mit der Welt weitergeht, was dieses Mittel ist, ob das irgendwie in der Dystopie dann enden wird oder in welche Richtung das halt weitergeht. Mich hat sofort gezogen, ich musste es sofort zu Ende lesen und ich bin begeistert. Also ich bin ja sowieso sehr begeistert von den Werken von Sarah. Sie hat sie hat eine wunderschöne Schreibweise. Ich liebe ihre Ausdrucksweise, wie sie sich halt in Büchern halt ausdrücken kann. Es ist sehr metaphorisch, sehr poetisch, sehr inhaltsvoll. Ich weiß, das Wort gibt's nicht, aber ich will damit sagen, dass es halt sehr, sehr, sehr viel in einem einzigen Satz stecken kann. Sehr, sehr viel Unterschwelliges, was man rein interpretieren kann, was eine Kritik vielleicht enthält oder was halt eben sehr, sehr viel aussagt in einem einzigen Satz. Und das kann sie wirklich richtig, richtig gut. Und was mir noch super gefallen hat an diesem Buch, das ist ja ein Einteiler, also das ist halt in sich abgeschlossen. Und es ist eine Fantasy-Story, die halt sehr, 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 sehr viel Potenzial bietet. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass auf diesen wenigen Seiten, die das Buch hat, die Story halt etwas abgeschnitten wirken wird oder halt eben nicht ausgearbeitet genug ist. Aber das war absolut nicht so. Also Mariella ist eine Person, die ich super gut verstehen konnte, verinnerlichen konnte. Sie wird wirklich sehr, sehr detailliert, nicht nur von außen, sondern halt auch von innen, der Charakter beschrieben, sodass man sie wirklich ins Herz schließen kann. Und sie hat einen Charakter und es ist nicht so oberflächlich. Und das fand ich super.
Und man merkt halt wirklich, dass die Charaktere, auf denen Sarah wirklich Wert gelegt hat, hervorzuheben, die Charaktere auch wirklich super ausgearbeitet sind. Die Nebencharaktere, die halt eben nicht so eine wichtige Rolle spielen, sind trotzdem hervorstechend. Und die ganze Geschichte wirkt nicht zu abgehackt. Es ist natürlich auf wenig Seiten eine ganze lange Geschichte erzählt. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, da fehlt irgendwie was. Versteht ihr, was ich meine? Es war in sich eine wirklich geschlossene Geschichte, die auch wirklich hier für sich stehen kann. Und es wirkte nicht so übereilt. Es wirkte nicht, als hätte sie gesagt, so, jetzt muss mir auf ganz, ganz wenig Seiten jetzt alles noch reinquetschen, was ich reinquetschen will, sondern es ist stimmig in sich. Also es ist wirklich stimmig in sich. Die ganze, von Anfang bis zum Ende hat alles eine, ist alles in sich stimmig und passt alles zusammen und es wirkt überhaupt nicht irgendwie, ja, gehetzt. Also wo ich so denke, okay, wie kommt sie jetzt von A nach B und warum fehlt da jetzt ein Stück oder irgendwie, das hätte ich gerne noch weiter ausgeschrieben. Und mir hat das alles in allem super gut gefallen. Als ich die Seiten zugemacht habe, habe ich gedacht, ist schon wieder vorbei. Und ich war so traurig, ich wollte weiterlesen. Und ich kann es echt euch jedem empfehlen, sich ein Buch von ihr anzugucken. Das ist natürlich das Neueste, deswegen natürlich dieses hier. Aber auch The Boy Who Knocked fand ich mega gut, hat mir sehr gut gefallen. Ist halt jetzt eine Contemporary-Geschichte gewesen und das hier ist eine Fantasy-Geschichte, spielt in der Fantasy-Welt, wobei es sehr, sehr viele Parallelen zu unserer normalen Welt hat. Aber ja, ich finde alle Bücher von Sarah toll, ich bin absoluter Fan. Es klingt jetzt immer so fangirlmäßig, aber ich liebe einfach ihre Schreibweise. Ich finde, sie hat wirklich Talent, sich auszudrücken. Und ja, und ich finde, ihre Bücher bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit. Also sie sollte auf jeden Fall öfter gelesen werden und von jedem gelesen werden, weil ich finde, da steckt halt wirklich Talent dahinter. Und viele, viele Autoren, die auf der Bestsellerliste stehen, sind nicht annähernd so gut. Und trotzdem kriegen sie sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Und deswegen, Leute, lest es, kauft es. Wenn euch nicht Fantasy interessiert, dann versucht es mit der Contemporary-Geschichte, weil ich finde wirklich, sie hat Talent. Und das sollte wirklich gefördert werden. Und das war mein Statement zu diesem Buch. Wie gesagt, ein absolutes Buchtippchen von mir. Und ich war begeistert wie von allen Werken von Sarah und. Was soll ich noch dazu sagen? Ich schwärme hier. Ich mag einfach wirklich ihre Bücher. Und wir sehen uns bei der nächsten Rezension, wenn ihr mögt. Und lest was Schönes. Und bis dann.